Weder die Impfung noch das Impfzertifikat ist das Mahlzeichen des Tieres aus Offenbarung 13, definitiv nicht. Denn erstens, es wäre der falsche Zeitpunkt, denn das Mahlzeichen des Tieres wird erst in der zukünftigen siebenjährigen Drangsalzzeit eingeführt werden und dort insbesondere in der zweiten Hälfte der siebenjährigen Drangsalzzeit, nachdem die wiedergeborenen Christen schon längst entrückt sein werden. Zweitens, es wäre der falsche Kontext und das falsche Motiv, denn das Mahlzeichen des Tieres führt nicht Herr Lauterbach ein, sondern der aufkommende Antichrist. Und es ist das Mahlzeichen des ersten Tieres, also des Diktators einer gewaltigen Diktatur. Dieses Mahlzeichen steht in Verbindung mit dem Diktator. Es steht in Verbindung mit seinem Namen und seiner geheimnisvollen Zahl und hat absolut nichts mit einer Impfkampagne zu tun. Dieses Mahlzeichen wird das Merkmal einer Unterwerfung und einer Zugehörigkeit und auch ein Erkennungsmerkmal sein. Drittens, und es wäre die falsche Art und Weise, denn das Mahlzeichen des Tieres wird eine Art sichtbares Stigma sein, eine Stigmatisierung, eine Art Gravur auf der rechten Hand oder auf der Stirn und hat nichts mit einem Bändchen oder Stempel oder ähnliches mit einem Impfzertifikat zu tun. Die Impfung und das Impfzertifikat ist definitiv nicht das Mahlzeichen des Tieres. Was man sagen kann, ist, dass dieses Impfzertifikat eine sehr, sehr schwache Vorausschattung ist von dem, was kommen wird. Und es zeigt, dass die Menschheit reif ist für solche Mechanismen.